Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Table and Beyond. Ich habe heute den Bernhard dabei. Hallo. Und wir machen einen 1000 Punkte Battle Report Orks gegen Dark Angels. Und das seht ihr nach dem Intro. Tausend Punkte Orks gegen Dark Angels. Wir haben es uns heute einfach gemacht, wir wollen schnelle Spielchen spielen. Deshalb haben wir zur Mission ganz einfach, wir spielen auf die kleine Platte, also 48x48 Zoll. Haben uns als Mission ausgedacht, wir setzen genau in jedes Spielfeldviertel außen einen Marker, der ist zum Schluss 2 Punkte wert. In der Mitte vom Spielfeld ist ein Marker, der ist 3 Punkte wert, ganz zum Schluss. Wir spielen ohne Marschumkarten, also wirklich ganz einfach, und spielen Aufmarsch, also einfach von beiden Seiten rein, um das alles ein bisschen zu vereinfachen. Ich habe heute so eine Ork-Test-Fun-Liste dabei. Ja, genau, zu den Regeln, wir haben gesagt, wir spielen beide bloß ein Bataillons-Detachment. Genau. Und sonst haben wir keine Beschränkung gegeben eigentlich, gell? Nö. Also nur ein Bataillon, das heißt, wir haben beide 8 Command Points, glaube ich. Außer du hast noch was ausgegeben. Nö, nee, ich habe jetzt kein extra Relic gekauft, bleibt bei 8. Passt. Bei mir das Gleiche. Ich wollte halt einfach mal ein bisschen testen, die Orks, und deshalb habe ich dabei meine Armeeliste. Ich spiele die Orks jetzt als Evil Sons, das heißt, sie haben alle plus 1 Bewegung, Charge und so weiter. Meine Heizerkult-Einheiten sogar plus 2 in der Bewegung, also die sind ziemlich schnell unterwegs. Habe letztens auf dem Turnier schon mal so gespielt, macht echt Spaß. Ich habe dabei 30 Boys, alle mit Knarrespalter, nichts Besonderes. Dann nochmal 24 Boys, auch wieder alle Knarrespalter, nichts Besonderes. Dann habe ich dabei als dritte Standardeinheit 10 Gretchens, um die Punkte so hinzubiegen. genau. Dann habe ich dabei einen 8er Trupp Warbiker. Da hat der Chef, der Herr mit dem Zylinder, einen fetten Spalter. Okay. Wollte ich mal testen, weil die E-Krale schlechter trifft. Deswegen haben wir gedacht, vielleicht reicht ja der fette Spalter auch, um Sachen aufzuspalten. Genau. Dann habe ich dabei den... Oh, die zwei blöden Buggies. Wie heißen sie denn? Da muss ich jetzt schnell tatsächlich spicken und auch gleich mein Handy auf Flugmodus schalten, dass wir nicht wieder Störsignale drin haben. Also, ich habe dabei den Custom Booster Blaster. Das ist, glaube ich, der rote. Und dann habe ich noch dabei den Shock Jump Dragster. Das ist der schön metallische. Also, ihr seht, die sind noch nicht wahnsinnig gut bemalt. Ich komme momentan noch nicht so ganz dazu. Ich habe es jetzt einfach mal soweit spielfertig gemacht. Genau, die habe ich dabei. Mal gucken, wie sich die so verhalten im Spiel. Und dann habe ich noch zwei Bosse, das heißt, ich habe das Wartrike dabei. Der hat mir ganz gut gefallen, auch im Turnier letztens. Der lässt meine Heizerkult-Einheiten immer vorrücken und angreifen. Also das ist ziemlich ekelhaft. Der hat ein Relikt dabei, und zwar den Super Cyborg Body oder den Super Cyborg Körper, das heißt, der hat einen 5er Finger Pain. Kriegsherrnfähigkeit gebe ich ihm den Warg. Also ich weiß nicht, wie die Kriegsherrnfähigkeit hat. Auf jeden Fall bekommt er einen Warg. Das heißt, auch meine Boys und so weiter dürfen vorrücken und angreifen, wenn er in der Nähe ist. Okay. Und dann habe ich noch einen zweiten HQ dabei, und zwar einen Weird Boy, und der hat der Jump. Also der kann die Orks einmal immer irgendwo hin jumpen lassen. Na, ich hätte doch ein Skripta mitnehmen sollen. Ja, nein. Ich verstecke mich eh so weit weg, dass du nicht bannen kannst. Ja, das ist soweit meine Armee. Ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Wie gesagt, Evil Sons ziemlich schnell unterwegs und wollte halt einfach mal die zwei Buggies auch ein bisschen testen. Der Rest ist ja eigentlich relativ, wie gehabt, normaler Ork-Kern. Gut, 8 Befehlspunkte. Deine Dark Angels. Ja, ich habe mir ja auch mal eine kleine Truppe zusammengestellt. Da hätten wir jetzt einmal einen Captain mit Energiefaust. Als Kriegsherrnfertigkeit hat er brillanter Stratege. Mhm. Das heißt, ich kann auch 5 plus eigene Kommandopunkte zurückbekommen und kriege einen zusätzlichen Wiederholungswurf im Spiel. Mhm. Dann einen Leutnant mit einem Energieschwert. Die dritte HQ ist dann hier der Ravenwing Talonmaster. Und der hat als Relikt die Meteorklinge, wo man durch seine Energiewaffe auf Stärke 6 hochgeht und W3 Schaden macht. Mhm. Was kann der Talonmaster gleich wieder buffen? Der ist wie ein Lieutenant, also Verwundungswürfe von 1 wiederholen, 6 Zoll Umkreis. Mhm.
Und Ravenwing-Einheiten ignorieren Deckung. Also er ist der einzige Ravenwing, also er selber ignoriert halt Deckung. Okay. Ja, zwei schwere Bolter, zwei Sturmkanonen. Und ja, ist halt ein Charaktermodell. Mhm. Genau, dann haben wir ausnahmsweise mal vier taktische Trupps dabei. Zwei davon mit Plasmakanone und Kombiplasma. Und zwei mit schwerem Bolter und Sturmbolter am Sergeant. Mhm. Dann noch ein Devastator-Trupp mit sechs Mann, drei mit Laserkanonen, einer mit Raketenwerfer. Gut, und der Cherubim ist natürlich noch mit dabei. Was macht der? Den kann man entfernen und dann darf ein Modell nochmal schießen. Okay. Mhm. Und ein Razorback mit zwei Sturmkanonen, Sturmbolter und Radarsuchkopfrakete. Okay. Du hast ja auch so ein bisschen mitgenommen, was einfach angemalt ist, oder? Ja, ich meine, ich habe zwar ein paar tausend Punkte Dark Angels, aber irgendwie bei jedem Editionswechsel wurde wieder viel umgebaut und dann nicht bemalt. Also, habe aber geschaut, was ist jetzt noch mit am besten bemalt und ist eingepackt. Also, das soll halt wirklich ein bisschen spaßiges Spiel werden. Das ist jetzt kein Hardcore-Turnierbericht, das ist jetzt wirklich ein bisschen eine Gaudi-Runde, deswegen auch eine selber die Mission gemacht. Gut, gibt es sonst noch was zu sagen? Das war's soweit, oder? Was hast du? Na, Chapter Tactics hast du ja nichts, bist der Dark Angels ganz normal. Genau, die quasi Chapter Tactic der Dark Angels ist, wenn der Trupp stationär geblieben ist in der Bewegungsphase, darf ich Trefferwürfe von 1 wiederholen. Mhm. Das heißt, ich brauche für die normalen Marines den Captain nicht in der Nähe. Mhm. Und wenn ich einen Moraltest versau, läuft maximal ein Modell weg. Okay, also du stirbst wahrscheinlich nicht über die Moral. Und die Devastator-Trupps können einfach stehen bleiben. Gemeine Hunde. Genau. Naja, können sie auch stehen bleiben, aber so können sie wiederholen. Gut, ja, soviel zu den Armeen. Und wir sehen uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung auf der Platte wieder. Der Table and Beyond Battle Ruler, vielseitig einsetzbar. Eiskratzer. Interceptor. Schuhlöffel, Rückenkratzer, Flaschenöffner, Salatbesteck, Buttermesser, Fliegenklatsche. Natürlich kann man auch Abstände damit messen. Supergeile Battle Ruler, erhältlich in Holz oder Acryl, 6 oder 9 Zoll bei Ausbruch. Sei kein Depp, spiel mit Tap. Los, kaufe Feucht weg, schnell! Wo soll ich sie denn hinzaubern? Natürlich auf der Missionszielmarke von Tap, du Spickkopf! Ach so! Fokus, Fokus, Dachschak! Bock! Bock, Bock! Bock! Hammergeile Tap-Missionszielmarke, erhältlich in Holz oder Acryl bei Ausbruch. Sei kein Depp, spiel mit Tap. Wir sind auf dem Spielfeld. Die Orks haben sich hier hinten verteilt. 30 Ork-Boys an der Kante. Hier in der Mitte steht der Weird Boy mit dabei. Keine Ahnung, was die vorhaben. Hier auf der Seite sind die zwei Buggies und die Grotz am Marker. Die ganzen Bikes mit dem Biker-Boss befinden sich hier und hier noch die anderen 24 Ork-Boys am Marker. In der Mitte ist ein Marker und hier drüben ist die Aufstellungszone der Dark Angels. Was haben wir hier alles? Hier oben haben wir den Devastator-Trupp. Mhm. Dahinter hat sich ein 5er taktischer Trupp versteckt mit schwerem Bolter. Ja. Der Talonmaster daneben. Der Captain und der andere schwere Bolter-Trupp sitzen im Razorback. Und hier in der Ruine haben sich die beiden taktischen mit Plasmakanonen und der Leutnant versteckt. Okay, gut, die stehen alle rum. Und jetzt, wer Würfelwurf beginnt, du bekommst plus 1, weil du erster aufgestellt hast. Genau. Ich werfe mit dem Tab. Oh, ich darf anfangen. Willst du die nicht klauen? Ich probier's mal. Das wäre natürlich Wahnsinn. Nein. Oh yeah, Orks beginnen. Auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Die Orks haben sich bewegt, die Boys sind hinten stehen geblieben.
Hier auf der Seite hat sich nichts getan. Der Swartrike ist hier hochgeboostet, das hat so ein Grott verheizt, damit es automatisch 6 Zoll boosten kann. Und wir spielen das hier wie ein Hügel, deswegen ist er bis da oben gekommen. Die Buggies sind ja auch noch vorne geboostet, relativ hübsch. Der ist gerade in Reichweite gekommen, um auf den Panzer hinten schießen zu können. Und die Bikes sind auch vorgeboostet, also vorgerückt, und haben eine super krasse Tab 6 gewürfelt. Also ein Wag-Booster. Gut, dann kommen wir gleich in die Psi-Phase. Mein Weird Boy versucht einen, na wie heißt's, Jump. Einen Jump zu machen für die Boys. Braucht eine 7, glaube ich. Ja, das passt. 7 ist freigesetzt. Ja, ich kann nichts dagegen machen. Maximal 3, dann darf ich mal jumpen, mal gucken, wo die hinwollen. Die Boys sind hergejumpt und haben hier so eine kleine Conga-Line gezogen. Der vorderste Boy ist 9 Zoll auch, also zum Panzer hin. Und der Rest ist hier über 12 Zoll weggeblieben von dem Devastor-Trupp, dass kein Ausback-Scan sie wegballern kann. Oder halt reinballern kann. Genau, dann kommen wir in die Schussphase. Der Shock-Jump-Dragster hier drüben schießt auf deinen Panzer. Okay. Der gelbe ist die Bazooka, der trifft auf die 5 und die andere Waffe trifft auf die 3, wie wir den Grottschützen. Unmodifizierte 1, also die Bazooka nehmen wir schon mal raus. Eine unmodifizierte 1 macht mir einen Schaden, das heißt, ich gebe einen Command-Point aus und wiederhole die 1 hier gleich mal. Das will ich. Ach komm. Hat viel gebracht. Ja, Wahnsinn. Okay. Das hat mich jetzt ein Command-Point gekostet und ich bekomme einen Schaden. Das heißt, der hat nur noch 7 Lebenspunkte, also meiner. Aber ich darf noch einmal schießen. Stärke 8, Widerstand 7. 7, ja. Auf die 3. Jawohl, mit minus 3 W6 Schaden. Also 6er Rüstung noch. Geschafft. Ah, komm! Okay. Der Dragster hier schießt seine große Kanone, ich weiß nicht, wie es heißt, Donner, Dingsbums, Bolzenkanone hier oben auf deinen Trupp. Und der eine Grott darf in deinen Trupp hier unten eine Donnerbüchse reinschießen von der Range. Okay. Also eine Donnerbüchse auf die 4. Oh yeah, Stärke 3, Widerstand 4, oder? Ja. Nix. Dann haben wir 6 Schuss von der Bolzenkanone auf deinen Trupp da oben. Also, hier, ja, schieß es weg, ja, auf die 6 nur noch. Das sind einer mit Daka Daka, darf ich noch einen dazu schmeißen. Nix, schade. Stärke 7, Widerstand 3, auf die... Widerstand 4. Oh, Entschuldigung, das stimmt, auf die 3. 2 plus, na, Mist. Naja, das war wieder nix. Meine Bikes, die sich hier unten verstecken, schießen auf deinen Trupp hier oben. Und zwar habe ich da 48 Schuss mit meinen super krassen Wahnsinns-Dacker-Waffen. Sind die auch geboostet? Ja genau, die sind auch geboostet. Das heißt, die treffen alle auch nur noch auf die 6. Okay. Das Ganze zweimal. Ja dann, hau rein. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Ja, die darf ich dann auch nochmal würfeln, alle. Das machen wir dann zum Schluss. Okay, mehr kommt die 5 mal. Und machen wir das gleiche. So. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? Ja. Also, 11 Stück nochmal würfeln. Gucken wir, was dazu kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ja, kommen nochmal 3 dazu. Das heißt, 14 Treffer. Ja. 14 Treffer mit, jetzt muss ich schnell spicken, aber ich glaube, es ist Stärke 5. Kann das sein? 14 Treffer mit Dackerwumme, Stärke 5, genau. Auf Widerstand 4. Nicht genau. 3. Also auf die 3. Auf die 3. Na, da muss da einer. Schau, das war ein schöner Sex. So, wie viel haben wir? Oh, Eve. Gar nicht schlecht. Da nimm dich gleich, oder? Gar nicht schlecht. Die Würfel bestimmt bloß 1, das hat man noch bei dir gesehen. Ja, ja, klar.
Also. Was haben wir denn? Zwei Einser-Hetner. Zwei Tote. Ja. Oder willst du was tun? Was schießt denn sonst noch großartig? Meine Boys und der Chef vielleicht noch. Eventuell. Aber sonst haben wir eigentlich nichts. Genau. Ja, dann nehme ich mal einen Command Point her. Okay, und wirf jetzt nochmal eine 1, so wie ich. Nein, eine 3. Ah, Mist. Okay, dann ein toter Plus. Genau, dann kann ich noch kurz würfeln auf die 5 Plus. Muss ich den Punkt nicht ausgeben? Nee. Doch. Also. Okay. Gut. Ein Command Point weg also. Und einer tot. Passt. Dann zu guter Letzt, hier unten können noch zwei meiner Boys, wo sind sie denn da vorne, ja, auf deinen Panzer schießen. Mit zwei Knarren, naja. Schauen wir mal. Oh, nix. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich versuche zu chargen, meine Boys auf dem Panzer. Okay, dann mache ich Abwehrfeuer. Erstmal die zwei Sturmkanone. Mhm. Wir haben mal 12 Schuss. Du gar nichts trifft. Passt, das gefällt mir. Dann haben wir noch einen Sturmbeuter. Ja, und dann nichts treffen. Schauen wir, der hat jetzt 4 Schuss. Und da trifft einer. Und verwundet nicht. Okay. Dann meine Boys haben einen 8er Charge auf dem Panzer, weil die ja plus 1 bekommen. Sie sind 9 Zoll weit weg und plus 1 wegen Evil Sons, also 8er Charge. 5, ich darf wegen meiner Mob-Regel oder was das ist, die Irvigo-Regel, darf ich entweder beide oder einen wiederholen. Da wiederhole ich natürlich einen. Komm. Na komm! Das ist so typisch. Naja, dann hilft's nichts, dann müssen die Bikes das gleiche nochmal probieren. Okay, nochmal Abwehrfeuer. Ja, die brauchen auch einen 8er Charge plus. Also das muss wieder wieder ins Zoll. Jetzt legen natürlich 12 Sechser hin. Na. Oh, einer. Oh. Ich bin Hilfe. Verwundet mit minus 1 auf die Rüstung. Okay. Das war's hier von 5er Rüster mit meinen Bikes. Kommt 6 dran. Nein, okay. Ein Biker bekommt einen Schaden. Genau. Und der Sturmbeuter noch. Der trifft nicht. Okay. Dann 8er Charge nochmal. Ja, der sitzt. Ja, alle ran. Okay, geil. So, meine Bikes hauen zu. Die haben sich schon 3 Zoll reingepeilt noch. Der Boss hat den fetten Spalter hier mit den neongelben Würfel und die anderen mit den Tap-Würfel. Die hauen alle auf die 3 normalerweise. Ja, genau, auf die 3. Warum machen die so schlechte Würfels? So, der Boss hat Stärke 7. Das heißt auf die 4, oder? Du hast Widerstand 7? Genau, Widerstand 7. Und die anderen haben Stärke 4, also auf die 5. Ja. Ah, die Boys haben gut zerkaut. Der Boss hat motiviert, der Boss war nicht so gut. Also 5 mal ohne auf Minus. Die 3. Schauen wir mal, was der aushält. Lass doch eins sein. Oh, alle geschafft. Ja, okay. Somit war das meine super heroische erster Zug. Genau. Ganz kurz, war natürlich noch nicht der erste Zug. Ich darf mir nur 3 Zoll nachpeilen. Und der Bernhard darf natürlich auch noch zurückhauen. Dann machst du doch das gleich. Du heftiger Zurückschläger, du. Schau mal, mal den überfahren, den da hinten. Ja. Was haben wir denn jetzt? 3 Attacken meines Wissens. Auf die 6. Komm schon. Der kann nix. 3 Attacken auf die 6. Einer trifft. Oh. Widerstand 5. Auf die 3. Hast du Stärke 5 mit deinem Panzer? Stärke 6. Was? Stärke 6? Wahnsinn. Ja, schauen wir mal, ob Triffst das du? Aushält. Durchschlag nix, gell? Genau. 4 Rüster. Oh. Nein, das geht. Rüsten wiederholen. Ja, ich wiederhole ihn. Aber mit einem anderen Würfel, weil... Ja! Also, ich gebe nochmal einen Command Point aus. Boah, das war es jetzt gewesen. Okay, das war mein erster Zug. Somit... Ende Bewegungsphase 1 der Dark Angels. Ich habe den Panzer aus dem Nahkampf zurückgezogen, gebe 2 Kommandopunkte aus für Störrisch, das heißt, der darf jetzt noch schießen. Oh weh.
Dann, ja, ich prüfe nachher, ob ich einen Kommandopunkt wiederkriege. Devastoren sind stationär geblieben, Telemaster stationär. Der Captain ist hier unter die Barrikade. Der Taktische ist hier vor, der andere Taktische ist hier vorgegangen. Und die Taktischen hier hinten in der Ruine sind stationär geblieben. Okay, dann ob du einen Command-Point wieder kriegst? Ja, oh. Also einen behalte ich, einer ist weg. Mhm. Gut. Also Schussphase, ich beginne mit den Trupps hier in der Ruine. Ich glaube, ich fange jetzt sogar mal mit dem Leutnant an. Eine Boltpistole in die Bikes. Mhm. Auf die 3, aber 1er wiederholen, weil stationär geblieben. Mhm. Hilft mir auch nichts. Tja. Dann machen wir gleich mit dem taktischen Trupp weiter. Ja. Erstmal die beiden Beuter. 3 Treffer. Widerstand 5, oder? Jo. Zweimal bitte. Vierer Self. Vierer Selfie. ein Boy geht. Ein Boy stirbt. Dann. Kombi Plasma schießt mit dem der Plasmawaffe überladen. Mhm. Einser wiederholen. Treff beide. Mhm. Dann haben wir Stärke 8, also auf die 3. Das heißt, einmal mit minus 3 auf die Rüstung, 2 Schaden. Hast du den Retter? Nein. Dann ist einer weg. Mist. Und die Plasmakanone, wie 3 Schuss. Einen. Trifft. Und verwundet, noch einer weg. Oh weh, so schnell kann das gehen. Dann. Ja, machen wir das mit dem anderen taktischen Trupp auch gleich. Von der anderen Seite? Nein, auch hier oben. Achso, der andere Plasma-Truppe. Mhm. Dann schauen wir kurz. Ja, 12 Zoll sind's. Der Kombi-Plasma. Mhm. Überladen natürlich. Einser wiederholen. Trifft nicht. Und Einser beim Verwunden wiederholen durch den Leutnant. Noch einer weg. Wahnsinn. Vielleicht sollte ich doch irgendwelche Abgaswolken ausschalten oder so. Ja, hätte es noch gezählt nach dem Angriff? Nee, ich glaube, weiß ich nicht. Müssen wir noch schauen. Passt schon. Okay. Wo geht's weiter? Ja, der Trupp natürlich weiter, die Plasmakanone. Achso. Das war's schon. Da ist nur eine Waffe drin. Ja, ja. W3 Schuss. Ein Schuss. Trefferwurf. Trifft. Verwundungswurf, einer tot. Ja, das macht voll Spaß. Juhu! Und zwei Bolter. Treffen, 3 Schuss. Einser wiederholen. Zweimal Rüstung. Ja, endlich. Einer verliert ein Leben. Genau. Wahnsinn. Dann auf der anderen Seite weiter, oder wie? Ja. Nehmen wir das Würfelbrett mit rüber. Okay, das heißt? Dann nehmen wir den Captain hier, der schmeißt eine Sprenggranate rein. Mhm. Also auf die 2 trifft, verwundet auf die 3. Die ist jetzt mit minus 1 auf die Rüstung. Minus 1, das heißt, ich habe eine 5. Okay, geschafft. Ja! Und dann. Nichts mehr, oder? Naja, irgendwas kommt schon noch. Nee, ich darf nichts mehr schießen. Ja, doch, schieß mal mit der Talonmaster, was sieht der? Na, dann schieß mal mit dem Razorback da noch drauf. Mhm. Wir fangen an. Schieße ich die Rakete mit drauf? Ja, ich schieße alles drauf. Auf okay. Die Rakete. Okay. Das heißt, wir beginnen mit dem Sturmbolter. Auf die 3. Mhm. Kurz gucken. Nein, ich gehe keine Abzüge, weil ich mich zurückgezogen habe. Und den Einser wiederholen, weil der Captain daneben steht. Bringt nichts. Dann verwunden auf die 5.
Zweimal Rüstung. Oh weh und jawohl! Naja, fast. Geht jetzt nochmal einer oder was? Ich genau. Glaub's ja wohl nicht. Angeschlagen. Wahnsinn, das ist natürlich sehr gut. Dann die Radarsuchkopfrakete. Mhm. Auf die 4 wegen schwerer Waffe. Jawohl. 1er wiederholen wegen Captain trifft. Verwundet auf die 3. Macht nix. Gut. Dann haben wir 2, 4, 6, 10, 12 Schuss Sturmkanone auf die 4. 1er wiederholen. Die sind ganz so motiviert. Auf die 3. 1er wiederholen. 4-mal mit minus 1. 4-mal minus 1, oh weh. 5er Saves. Ja, geht nochmal genau einer. Das ist ja fantastisch, ist das ja. Okay. Dann der Devastor-Trupp. Hat er nicht schon geschossen? Nein. Schade. Mit allen Mitteln versuche ich es jetzt. Dann schießen wir auf, welchen sehen wir denn? Den roten da hinten. Okay. Zwar mit 3 Laserkanonen und der Raketenwerfer geht auf das Bike. Mhm. Eine Laserkanone trifft durch Signum um 1 besser. Okay. Also die auf die 2 und die auf die 3. Das geht jetzt auf den roten. Genau. Im Eck. Also dahinter. Ja. 1er wiederholen. Treff alle. Oh Gott. Verwunde auf die 3. Oh, es sind ja nur 2 Zweier dabei. Nehme ich aber jetzt einen Command Point her, mhm, und ich habe noch einen extra Wiederholungswurf durch den Warlord. Okay. Dann wiederholen wir die. Hat in dem Fall nichts gebracht. Dann würfel ich noch kurz, ob ich. Oder? Nee, ich habe schon einen Punkt zurückgekriegt. Kann nicht würfeln. Und du machst einmal mit minus 3 auf die Rüstung. Einmal minus 3 über den Rüster von 4. Ich bin in der Ruine und halb verdeckt. Das heißt dann 3er, minus 3 ist 6. Genau. Howe. Ah, verdammt, die hat dann einen Würfel nehmen sollen. Dann W6 Schaden. Ja. 2. Dann hat er noch 6 Lebenspunkte. Dann kommt noch die Rakete, oder? Der Raketenwerfer auf das Bike. Ja. Auf die 3. Ja. Auf die 3. 1er wiederholen wegen Talentmaster. Mhm. Minus 2 auf die Rüstung. Also ein 6er Rüster. Okay, wie viel Schaden? W6. Oh, 2. Ja, gut. Ah, stimmt, der hat 3, das ist der Boss. Ja, der hat 3. Also hat er noch einen. Möchtest du ihn wiederholen? Darfst du nicht, oder? Hast schon. Ja, ich hab schon Wiederholungswürfe verballert. Ah, ich hab noch eine Bolt-Pistole. Okay, ja. Wie macht's jetzt? Ja, wiederholen. Trifft. Oh, weh. Und wiederholen. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Oh. Oh, schau, jetzt wolltest du es aber spannend machen. Ja, jetzt darf ich allerdings hier mal deinen Manschkerl töten. Nicht den Sergeant opfern, sondern den Cherub. Mhm. Und dann schieße ich mit der Laserkanone nochmal auf das Fahrzeug da hinten. Okay, also hier nochmal auf den angekratzten. Genau. Die Laserkanone mit dem Signum schießt nochmal auf die 2. Trifft. Auf die 3. Minus 3 auf die Rüstung wieder. Also wieder ein 6er. Tap. Ah Mist, das ist ja der Regensburg-Würfel. Der kann nix. Muss doch wieder öfter die Tap würfeln. Ja, Mist. So, wie viel Schaden brauche ich jetzt? 6. 6, ja. Brauchst du einen 6er würfeln? Ja. Oh Gott, du Katze! Ich schau mal, ob er explodiert. Nimm einen anderen Würfel. Oh. Nein, explodiert nicht. Ja, okay. Das heißt, der super Wahnsinns-Buggy-Wuggy ist tot. Du hast somit First Blood. Stimmt. Ja, sehr cool. Ich habe ja nichts umgebracht. Dann
schieße ich mit dem Talonmaster hier hinten auf den großen Mob. Jawohl, auf die Super Boys. Sagst du überhaupt, was da hinten der versteckt ist? Das hast du hier oben auf dem Hügel positioniert, die sehe ich. Das stimmt ja. Das heißt 12 Schuss Sturmkanone auf die 3. Dann 2er Klammer weg. Die 1er darf ich wiederholen. Der hat er getroffen, der nicht. Nochmal auf die 3. 1er wiederholen, 2er immer weg. Was haben wir hier? 6 Mal. Du willst wieder deine eigenen Würfel hernehmen? Ja, ich nehme jetzt meine Würfel, weil. Warte mal, du hast eh bloß einen 6er Rüster. Ja. Dann sind 6 weg. Okay. Klar, gut, 6 tote Boys. Was kommt noch? 6 Schuss schwerer Beuter kommen noch dazu. Auch auf die 3. 1er wiederholen. Und auf die 3 verwunden wegen Stärke 5. Auch 1er wiederholen. Da sind nochmal 5 weg. Gut, das verkauft die gerade. Wo nehmen wir jetzt noch an? Nehmen wir den weg. Zack. Gut. Dann kommen wir zu den taktischen hier vorne. Einer wirft eine Sprenggranate auf das Bike. Jetzt weißt du was, ich trage das Tab mal zu mir, vielleicht habe ich dann mehr Glück. Das ist meinst du, dass das wirft? Ja, bestimmt, jetzt wirfst du lauter Einser. Ich wirf die ganze Zeit Einser, aber die darf ich wiederholen. Achso, stimmt, lauter Zweier. Verdammt. Genau, eine Sprenggranate hier, der Rest in den Beutrop. Machen wir kurz die Sprenggranate. Die darf aber jetzt Einsatz und Verwunden nicht wiederholen. Schade. Also, aber treffen tut sie. Ja. Kommt eine 3. Na, da ist die 1, verdammt. Dann der schwere Beuter. Der ist nicht wiederholt? Nee. Lieutenant ist zu weit weg und Kommandopunkte darf ich auch keine mehr ausgeben. Okay. Der schwere Beuter in die Boys. Der darf jetzt 1er wiederholen, weil der Captain da steht. Trifft 2. Verbundet auf die 3. Einer weg. Jawohl. Nehmen wir den. So, dann ein Sturmbeuter und 2 normale Beuter. Ja, schon viel mehr als unseren 2er jetzt. Ja. Preis wieder um. Nein. Das Tab ist mir jetzt gewogen. Vielleicht sollte ich auf die andere Seite gehen. 6 Treffer auf die 4. Oh! Ja, 2x Rüstung. Ja, 6er Rüster. Ja. Passt. Tap, tap. Naja, fast. Hätte fast sein können. Ja, fast, fast. Schauen wir hier mal, die habe ich zu weit vorbewegt. Okay. Dann machen wir mit dem anderen Trupp das gleiche Spiel. Welcher jetzt? Der zweite taktische. Klar. Einmal Sprenggranate. Auf dem Biker, ja. Sicherheitsaber noch ein Bolter. Und die anderen 3 da rein. Okay. Sprenggranate. Vergunst bei den Moraltechnik, gell? Nein. Das auf die 3. Ja. Minus 1. Auf die Biker. Jetzt pass auf, jetzt würfel mit deinem Würfel einen 6er. Wehe. Ja, so macht man das. Das Tab ist mir wieder gewogen. Die Würfel kriegst du immer. Ja. Das sind die guten Würfel. Die hast du extra gezinkt. Ja, natürlich. Beuter. Auf das Bike. Trifft nur einmal. Hammer on. Verwundet. Ohne Durchschlag. Auf das Bike. 4. Okay. So viel Spaß macht es. Schwerer Beutel an die Boys. Trifft 2 und nimmt 2 raus. Passt. Schmarrn. Ja, und dann war's das, oder? Nein, der Sarge und der normale kommen noch. Also einmal Sturmbeutel, einmal normaler Beutel. Ich muss schon langsam aufhören, weil mir gehen die Boys aus. Ach, die kommen doch jetzt nicht gleich wieder, oder? Ach, wer weiß.
So, 4 Treffer. Und jetzt zweimal Rüstung. Zweimal Rüstung? Ja. Jetzt pass auf. Babam! Ja, oh. Okay. Zwei tote Boys. Das war's jetzt aber, ne? Das war die Schussphase, ja. Okay, magst du noch? Ja, ich vergönne dir nicht, dass der überlebt. Mhm. Der Captain greift an. Dann schieße ich mal in mein Abwehrfeuer. 6 Schuss. Nothing. Okay. Dann würfel ich mal, wie weit er kommt. 100. Ja, 7 sollte reichen. Ja. Ja, gehen wir hier genau an 1 Zoll ran. Mhm. So, was haben wir denn jetzt? 4 Attacken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das wird jetzt ein One-Take-Battle-Report. Meinst du, das muss durchhalten? Nein, ich glaube nicht. Ich gehe jetzt meinen Cap mal von denen aus. 4 Attacken auf die 3. Mit der Energiefaust. Okay. Und danach ja, machen wir die mit dem Kettenschwert auch noch gleich mit dazu. Passt, hier wieder starten. Wirft lauter 2er. Wie machst du das? Oh weh, oh weh, oh weh. Ich gebe noch einen Command Point aus. Okay. Und wiederhol den 2er. Trifft. Dann ist der Command Point weg. Darfst du jetzt noch schauen, ob du ihn wiederkriegst in der Runde? Hast du schon, oder? Nein, ich habe. Wir sind immer noch Runde 1 und da habe ich schon einen wieder bekommen. Das heißt, Energiefaust auf die 3. Das Kettenschwert auf die 5. Mhm. Ja, 2 Faustbunden minus 3 auf die Rüstung. Ja, dann habe ich nichts mehr. Nö. Dann ist mein Biker tot. Sowas aber auch. Den ganzen Biker einfach mal weggebombt. Gut, das war's, oder? Ja, das lief um einiges besser, als ich es erwartet hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, meine Boys hier müssen die Moral testen. Wie viel sind denn weg? 2 mal 9 sind 18. Okay. Das heißt, es stehen noch 12. Ich habe eine Moral von 12. Jetzt, wenn ich quasi einen 6er würfelt, dann sterben 18, 12, sonst 24, nochmal 12. Mhm. Also, die auf alles außer einen 6er würfeln, dann bleibt einer stehen. Ja. Dann probieren wir das doch mal. Oh. 3. Das heißt, 3, 18, 21, oder? 220 minus 12 sind es quasi 11, 2, 9 sterben noch. Genau. Passt. Die Orks haben sich bewegt. Der fast tote Trupp Orks hat sich hier hinten mit unaufhaltsamer grüne Flut hier wieder nach hinten verzogen, ist wieder voll. Die Krotze hier drüben sind stehen geblieben. Mein Biker ist hier nach vorne, der macht Druck. Und der andere Buggy hier drüben ist in die Ruhe rein, um hier Hallo zu sagen. Dann kommen wir gleich zum Zaubern. Und zwar will jetzt mein Gewürzboy will jetzt da Jump machen auf den 30er Mob. Ja. Ich hätte nämlich die hier vorne hinstellen können, dann wäre die aber hier in 6 Zoll zur Kante. Ich will die aber hier so aufgefächert stehen haben. Deswegen zaubert der den Mob jetzt nach vorne. Ich probier's mal. Der Jump! 5 plus 3 wegen 30 Boys im Umkreis sind 8, also freigesetzt. Okay. Dann jump ich die hier so richtig fett vor die Nase. So, die Boys sind hier wieder reingeschöckert. Hier 9 Zoll zu dir entfernt natürlich. Dann beginnen wir mit der Schussphase und zwar gehen wir mal darüber auf die Platte und beginnen mit dem Shockjump Drugster. Der hat wieder eine Bazooka und 2 Schuss von dem aufgemotzten Shocker Blaster. Also die schwarzen auf die 3, Bazooka auf die 5, hier rein, auf den Trupp. Okay. Das war jetzt eigentlich ganz blöd. Ich hätte auf den oberen schießen müssen. Ja. Ist das okay? Ja. Weil ich muss ja eher noch chargen. Also. Nein, dann ist es nicht okay. Deswegen, nein, ich schieße auf den oberen Trupp. Ja, das ist sonst Blödsinn, wenn man den jetzt trifft. Nicht. Genau. Ist ja ein freundschaftliches Spiel. Warte mal kurz. Auf die 3. Ja, aber du kriegst plus 2 auf den Trefferwurf, heißt es. Ja, 5 plus 2. Also, aber nee, aber Daka Daka ist bei der unmodifizierten 6 Gang. Also kein Zusatzschuss. Genau. Okay. Nee, dann passt's. Also, zweimal mit Stärke 7, nein, Stärke 8 auf Widerstand 4. Also auf die 2 diesmal. Jawohl. Also sind es zweimal mit minus 3 und W6 Schaden. Was ist denn minus 3? 9 Fünfer, ja. Und einer stirbt. Ja, Wahnsinn.
Ja, aber jetzt, wenn ich mir natürlich genau den Ohren weggeschossen hätte, das war ja wahnsinnig blöd, weil ich mag den ja chargen im Nahkampf. Und deshalb haben wir das jetzt natürlich nicht so gemacht. Gut, dann gehen wir weiter darüber. Der Boss-Biker. Gut, also mein Boss flamert mit seinem Auspuff auf den Trupp. Und die Snaggerkralle schmeißt er da oben rein und die drei Schuss von den Boomsticks schießt er auch da oben rein. Weil ich dir da oben gern einen rauszwicken würde, dass ich später mit den Boys notfalls da oben auch dich na, chargen kann. Das schaffst du doch eh nicht. Ja. Also, schauen wir mal, W6 Schuss vom Flamer auf deinen Trupp da unten. Okay. 5 natürlich, passt. Dann Stärke 5 ist das, glaube ich, ein 5er Flamer, genau. Stärke 5 auf Widerstand 4, gell? Ja. Oh yeah. Das sind alles mit minus 1. Auf die 4. Und einer stirbt. Komm. Wie kann man nur so safen? Das ist ja fast eine Frechheit. Waren deine Würfel? Ja, ja, ist klar. Dann die 6 Boomsticks oben auf die Devastoren. Mhm. Auf die 5. Oh, 2 Taps, schau her. Dann kann ich da 2 gleich nochmal mit dazu schmeißen. Das ist ja Wahnsinn. Dacker, Dacker, Dacker ist die beste Regel, die es gibt. Und ich habe noch nie was anderes behauptet. Entschuldigung, Stärke 5 auf Widerstand 4 wieder auf die 3. 2. Jetzt würfelst minus. Du. Minus nix. Würfelst dann 1. Also auf die 2. Oh Gott. Wenn sich das Ziel innerhalb der halben Reichweite dieser Waffe befindet, addiere 1 auf Trefferwürfel für diese Waffe. So ein Mist. Ja, okay, zu spät. Und zweimal Tap. Okay. Also ich hätte bloß 1 auf Trefferwürfe gehabt, haben wir also leider. Das ist doch 12 zur Reichweite, oder? Ja. Ah ja, stimmt, halbe Reichweite. Passt. Entschuldigung, passt, dann ist eh erledigt. Aber für die Zukunft, dass ich da mal droh denke. Zukunft dann, näher anfahren. Dann werfe ich meine Kralle. Oh, die Kralle trifft und die hat eine Sturmstärke 4, okay. nix, okay. Das war's hier. Meine Boys hier können 20 schießen auf den Trupp hier. Und dann muss ich nochmal. Ja, also 20 auf den Trupp, alle auf die 5. Ich muss natürlich nur aufpassen, dass ich mir jetzt eben die Reichweite nicht kaputt schieße, aber ich gehe mal davon aus, dass ich nicht so viel mache. Dann haben wir eine 6, das heißt, ich darf auch nochmal werfen, wegen Daka Daka. Ah, da sitzt wieder Daka Daka, ist die beste Regel aller Zeiten. Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Unfair. Ohne Minus. Ja, dann nehmen wir einfach 5 weg, oder? Was ist denn jetzt? Du hast dann 3 Erwiste, oder? Ja. Komm mal. Oh, keiner geht. Naja, das haben wir schon fast gedacht. Genau. Heute ist der Tag der Servorüstung. Das stimmt, heute ist der Tag der Servorüstung. Hier können noch die hintere Reihe bis zu dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die nicht geschossen haben, auf den vorderen Trupp schießen. Okay. Das heißt 2, 4, 6, 8, auch wieder auf die 5. Jetzt schauen wir mal, ob Daka Daka immer noch die beste Regel aller Zeiten ist. Ohren haben wir noch. Nein. Stärke 4, Widerstand 4. 1, 2. Jetzt würfelst du Ohren. Nein, es ist der Tag der Servorüstung, haben wir gesagt. Verdammt! Ah, 2 Dot. 2 Dots Best Marino. Okay, wenn wir schon da sind, da die gleich mal einen Charge sagen. Und zwar habe ich einen. Jetzt muss ich schnell schauen. Da habe ich jetzt mehr. Also ich sage auf jeden Fall einen Charge auf die an. Mhm. Und da haben wir einen 9er plus 1, weil ich runter muss. Also da brauche ich tatsächlich einen 9er Charge. Okay. Also die beiden sage ich mit meinem Boys an. Gut, dann fangen wir mit dem reduzierten Trupp an. Abwehrfeuer, schwerer Beuter. Der ist schief. Nix. Sturmbeuter. Trifft auch nix. Mhm. Der andere Trupp, schwerer Beute, nix. Und 3 Beute, ein Sturmbeute sind 6, 10 Schuss. Bin ich mal gespannt. Komm schon. Naja, 2 Treffer. Nix. Okay. Also irgendwie mit den Tau funktioniert das besser.
Also, ich brauche einen 8er Charge, damit ich reinkomme. Mhm. Und dann kann ich die, falls ich einen 8er schaffe, kann ich ja die anderen dann noch mit reinpeilen. Komm, Baby, mach mich geil. Ich wiederhole ihn mit meiner Regel. Finde ich gut. Nein. Also, ich rutsche mal rein. Mein Warbike charge natürlich auch noch den Trupp, weil der eh schon gebunden ist, den Chef. Und den Panzer versucht damit zu chargen. Okay, Abwehrfeuer. Mhm. Vom Captain eine Sprenggranate. Captain, mein Captain. Oh. Nothing. Vom Razorback die Sturmkanone. Nothing. Naja, okay. Mist, Wahnsinn. Oh, wie. Achso, du darfst der Wahnsinn wiederholen. Genau. Schlecht. 3 Treffer, 1er wiederholen, 4 Treffer. Das ist nicht schön. Den Mist da mal aus. Braucht kein Mensch. Mhm. Dann hast du Widerstand 5 oder 6? Der hat 6. Weil das ist der Boss hier. 4. Komm schon, der Chief. Einmal mit minus 1. Einmal minus 1, das heißt über den 5er Rüster. Yeah! Tap, 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 tap. Sturmbeuter. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Auf die 5. Tap, 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 tap. Nothing. Dann charge ich mal, oder? Mach das. Den 2er wiederhole ich, wobei ich aber überall schon locker drin bin. Ja, okay. Das sind quasi 8 Zoll plus 1,9, also ich komme auch zu deinem Panzer. Mhm. Somit werde ich mich hier einfach so reinbatzen. Geil! Okay. Der Shock Jump Dragster chargt noch den letzten, den Trupp hier. Okay, dann im Abwehrfeuer haben wir einmal den Beuter, eine Plasmakanone und einmal der Plasma vom Kombiplasma. Mhm. Wobei. Na, der mit dem Beutel schmeißt eine Sprenggranate. Mhm. Trifft. Oh. Verwundet. Oh. Minus 1. Oh, so ein Mist. 5er Rüster. Ha! Oh. Tap, schon wieder. Kombi-Plasma überladen. Nix. Plasma-Kanone überladen. Sagt 3 oh. Schuss. Oh, 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 oh. Schon noch ein paar Sechser. Ein Treffer. Und auf die 3. Minus 3, 2 Schaden. Ja, dann kriegt er 2 Schaden, hat er noch 5. Passt. Dann mache ich mal meinen Charge. Yeah! Bin drin. Okay. Okay, dann kämpfen wir. Ich beginne zu kämpfen. Meine Boys hauen hier auf die 2 Trupps, und zwar 8 Boys erstmal auf die restlichen 2 und der Rest dann auf den Rest auf den anderen Trupp. Jetzt machen wir mal, jeder hat jetzt 4 Attacken. 2 im Profil plus Knarre Spalt, der eine plus, weil es mehr wie 20 sind, also jeder 4. 8 Boys auf den 2er Trupp. Alles auf die 3. Oh Gott. Da wird das Tab-Brett schon ein bisschen eng. Was haben wir da noch geworfen? Da liegt der 5er. Lass mal den 10er sein, daneben hier werfen, weil. Keine Ahnung. Wir schmeißen daneben noch hin. So. Ah ja, ist klar. Ist klar. Also. Ja, nicht schlecht. Ja, wieso habe ich nicht Daka Daka im Nahkampf eigentlich? Man muss Goffs spielen. So, Nahkampf. Ah ja, stimmt, die haben das. Die haben hast du Nahkampf. Den 3er weg? Oh, wie viel habe ich jetzt weg, du 3er? Einen habe ich gesehen, den du raus hast. Ja. Ja, ich bin jetzt, weil ich jetzt eben gesagt habe, Daka Daka, also ein Dreier wieder rein. Und der? Was, der passt, den habe ich extra geworfen nochmal, weil der draufgelegen ist. Den habe ich bloß daneben geworfen, weil da wird das Tab-Brett etwas klein. Stärke 4, Widerstand 4. Genau. Auf die 4. Naja, aber es geht schon auf viel raus. Wie sind es denn? 2, 4, 6, 8, 9. 9. 7, 9. Sie werden sterben. Sind schon tot. Egal was der ist. Die werden nicht lebendiger. Nein. Weg. Aber gar nicht so gut. Und 22 Attacken auf den Rest. So, das heißt jetzt die restlichen 88 Attacken auf den restlichen Rupp. Ich habe jetzt hier 22. Das heißt, das Ganze hier kommt jetzt 4-mal. Ja, dann. Sollen wir das jetzt nacheinander abhandeln? Komplett ist, glaube ich, gescheiter, oder? Wie wenn man es zusammenrechnen muss. Ja. Also, alles auf die 3. 3. Vielleicht müssen wir es dann gar nicht so oft werfen. So, genau. Stärke 4, Widerstand 4. Auf die 4. Auf die 4.
So, nimmst du gleich die Würfel, ja, oder? Geht schneller. Die sind eh besser. Das sind die guten. Schau mal. So. Vielleicht sind sie jetzt schon tot. Also das war Runde 1. Sind schon mal 3 weg. Okay, dann machen wir Runde 2. Wieder auf die 3. Ja, also das sag ich jetzt, wenn ich die ganzen Ohren mir anschaue, da sind die Kopf schon auch sehr gut dann. Also das ist schon nicht ohne. Wenn die dann Ohren wiederholen dürfen. Die Kopf nicht auf 6 eine Zusatzattacke? Das weiß ich gar nicht. Ich muss mal genau durchlesen mal. Und auf die 4. So, jetzt stirbt der Rest. Ne, die halten jetzt. Na, nix. Doch, nix. Was? Verdammt. Gut, dann darf ich mit 3 Zoll nachpeilen. So, dann kämpfe ich mit meinem Wartrike. Nein, tust du nicht. Ah, schade. Hier, die 2 Command Points habe ich schon mal hingelegt. Ja. Mit meinem Captain dazwischen. Mhm. Ich würfel erst gleich mal, ob ich einen von den Punkten behalte. Ah, du meinst, ich auch wieder würfeln. Du meinst die 2 wunderschönen Tab-CP-Marker, die es auch zu kaufen gibt so bei uns. Wunderschön sind die. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Hey, lass mal ran da, vielleicht brauchen die einen. Achso, ja, wieder kriegst. Ja, ich kriege wieder. Ja, Entschuldigung, da kriegst du den wunderschönen Tab-CP-Punkt wieder zurück, den es bei Ausbruch zu bestellen gibt. Werbung! So, dann haben wir hier wieder 4 Attacken mit der Faust, eine mit dem Kettenschwert. Mhm. Hier Widerstand 6. Und eins wiederholen, oh Gott, weil er so toll ist. Mhm, ganz toll ist der. Mhm, nur 3 Fausttreffer. Komm schon! Auf die 3. Das Kettenschwert verwundet nicht. Faust verwundet 2-mal. Eins wiederholen, weil der Lieutenant daneben steht. 3-mal mit minus 3. 3-mal mit minus 3. Da habe ich keinen Rüster mehr. Wie viel Schaden machst du da jeweils? W3. Oh, Scheiße. Komm! Sind das 3, 6, 6 Schaden. 6 Schaden? Okay, ich habe einen 5er viel noch Pain, zum Glück. Keinen einzigen gehalten, wie viel Leben habe ich noch? 8, gell? Ich gebe jetzt einen Command Point aus für das. Haut du noch was zu? Der Captain hat fertig, oder? Ja, das Rhino. Das Razorback kann ich noch überfahren. Ja, aber ich werde jetzt kaum einen 5er holen. Also, ich gebe keinen Command Point aus, ich schaue jetzt mal zum Spaß. Ja, gut gemacht. Also, ja, dann habe ich noch 2 Leben mit meinem Chef. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. W.O.W. Darf ich jetzt zuhauen? Ja. Gut. Jetzt kann der eigentlich den Captain einfach ignorieren. Ja, probier's doch. Nein, ich muss den zusammenhauen, den Zipfel. Also, ich habe Attacken 5 mit meinem Bossi. Und zwar 5 Attacken auf die 2. Auf den Chef natürlich. Gut, keine 1er, das gefällt mir schon mal gut. Die Klaue gibt keinen Abzug, oder? Nein, genau, das ist die besondere Klaue, die gibt keinen Abzug, aber dafür plus Stärke plus 2, das heißt, ich habe Stärke 7 und ich darf misslungene Verwundungswürfe wiederholen. Okay. Widerstand 4? Ja. Also auf die 3. Gut, nichts misslungen. Minus? 7. 2, war mir verschaut. Minus 2. Okay. Ihre Retter. Nein! Nein, so viele. Nein! Oh, 2. Wie viel Schaden macht der? W3. W3. Kommandopunkt. Nein! Oder ist verboten? Genau, Wiederholungswurf habe ich noch keinen gemacht. Okay. Nochmal einen wunderschönen CP von Tab. Warte mal, einer ist durchgegangen und ein Kommandopunkt. Ah ja, weil du einen wiederholt hast, oder? Nein, sind jetzt 2 durchgegangen? Ja. Genau, einer geht durch und den zweiten, der durchgeht, versuche ich jetzt zu wiederholen. Achso, jetzt verstehe ich. Genau, also geht einer durch. Dann wie 3 Schaden? 6. Ja, 3 Schaden. Wie viel Leben hat das Ding? 5. Okay. Heieiei, heide Witzke. Jetzt müssen die Boys halt. Es war jetzt schon schick gewesen, wenn die Boys mit reingekommen waren. Knapp. Also mir haben wir das vorhin ausgemessen, meine Boys haben es glaube ich um 2 mm nicht geschafft. Außerdem hast du eh keinen Angriff auf ihn angesagt. Nee, aber ich hätte in deiner Phase. Ach so, ja. Wenn du drin bleibst, sauber reinpatzen können. Und jetzt kannst du in deiner Phase meinen Boss halt eventuell weghauen. Ziemlich böse. Ja gut, magst du da drüben gleich, bevor ich die Kamera umbaue, mit deinem Panzer noch zuhauen? Ja. Weil eigentlich darf ich erst mit meinem Buggy kämpfen, aber dann muss ich Kamera umbauen. Aber kurz den Panzer. Mhm. Ein Treffer. Eine Rüstung bitte. Ja, mache ich safe. Einfach einen schnellen Tab würfeln. Oh, ah, fei, ja, jetzt habe ich noch viel noch Pain, gell? Ja.
Wie viel Schaden macht er? Einen. Ah, okay, viel noch Pain. Ah, nicht. Ah, ich wiederhole den viel noch Pain vielleicht. Na, scheiß drauf, ich brauche die Punkte. Okay. Oh Gott! Mein Shock Jump Drugs Bugs Blink Booms macht 4 Attacken auf deinen Trupp. Mhm. Out of the 4. Wahnsinn, der ist richtig krass. Was habe ich? Stärke 6, glaube ich, auf die 3. Schau ich nochmal nach. Ja, Stärke 6, minus 1. Einer weg. Oh! Welchen nehmen wir jetzt da? Naja, nehmen wir den da. Oh yeah, den darf ich mit 3 zu nachpositionieren. Tja, dann war es das hier mit dem Nahkampf, oder? Mhm. Das heißt, das war jetzt überhaupt komplett die Runde. Wenn ich nicht falsch liege, oder? Kommt irgendwas? Moraltest? Musst du Moral testen? Ja, bei einem Verlust bestehe ich quasi automatisch. Okay, also Moral nichts. Ach, das. Somit war das meine Runde 2. Und dann bist du mit Runde 2. Okay. Gut, dann haben wir Dark Angels, Zug 2, Ende Bewegungsphase. Genau, wo hast du da bewegt? Das Einzige, was ich jetzt bewegt habe, ist das Razorback. Mhm. Das aus dem Nahkampf raus. Genau, und wieder 2 CP, das wieder schießen darf. Okay, das gefällt mir gar nicht. Dann können wir da hinten zum Schießen anfangen. Dann fangen wir da an, gut. So, wer ballert? Dann fangen wir an mit dem Leutnant. Eine Sprenggranate nach unten. Mhm. Trifft. Widerstand 6, oder? Ja. Nix. Der taktische Trupp. Die beiden Plasma. Mhm. Überladen. Kombi-Plasma. Nix. Plasma-Kanone. W3 Schuss. 2 Schuss. Einsatz wiederholen. Okay, die stirbt. Dann der Verwundungswurf. Verwundet nicht. Na toll. Juhu! So mag ich das, wenn sie den Marines selber hochjagen. Dann probiert es der andere taktische da oben auch noch. Soll er, soll er. Trau dich ruhig, du Feigling. Sagt er überhaupt? Ja. Na, schau, die jetzt noch weiter hinein positionieren sollen. Bolter. Die 5, einmal Rüstung. Ja, dann mache ich jetzt einen fetten Regensburger Safe. Das ja, war Schaden, oder? Ja. Habe ich 4. Okay. Kombi Plasma. Trifft. Verwundet 2x minus 3, 2 Schaden. Jeweils 2 Schaden. Das waren 4, gell? Ja, was hast du? 3er Rüster in der Ruine, oder? Ah ja, weil ich halb verdeckt bin, gell? Also 6er hast du noch. Ah, dann hätte ich aber vorhin A plus 1 auf Rüstung gehabt. Was habe ich gewürfelt? Ein 2er. Ein 2er, okay. Also habe ich jetzt 2x ein 6er Rüster. Mhm. Okay. Tot. Jetzt pass auf. So, ist ein Kommando. Nein, ist mir nicht wert. Dann schau, ob es uns reißt. Vielleicht reißt es nicht noch richtig geil. Nein, auch nicht. Naja. Dann nimm ihn halt mit. Mein Captain, er schießt dein Biker-Boss heroisch mit seiner Bolt-Pistole. Oh nein, das wird er nicht tun. Er trifft schon mal. Oh oh. Verwundet aber nicht. Ha! Ha! Okay, dann der Talent Master, die Boys. Sturmkanone. Schauen wir die 2er weg. Einser wiederholen, wegen am Captain. Oh, schade. Sechs Tote. Minus 1 auf die Rüstung. Minus 1. Okay, 6 tote Boys. Was kommt da? Dann ist ein schwerer Bolter noch. 4, 5, 6. 3. Nochmal 5 weg. Oh weh. 5, 2, 3, 4, 5. Dann das Razorback. Auch da rein. Sturmkanone. Mhm. Ich
Dann haben wir so 1, 2, 3, 4, 6 Treffer. Mhm. Auf die 3. Nochmal 3 weg. Oh weh. Es werden immer weniger. Es sollen ja mehr werden. Du musst mehr Pilze anpflanzen. Und Sturmbolter. Auf die 4, nix. Gut, das ist gut. Nix ist gut. Die war's da drauf. Oh Gott. Ja, okay. Komplett da rein. Ja. Sarge mit einer Fragmentgranate. Oh weh. Ja, genau. Ein Schuss. Trifft. Mhm. Und einmal Rüstung. Einmal Rüstung. Hat der Talon Master schon geschossen? Ja, der war der Erste. Ja, der war der Erste. So, es geht noch mehr. Ein Bolter trifft und verwundet einmal. Einmal Rüstung. Safe! Nein, nicht der Seiken. Ne? Drei Laserkanonen ohne Signum. 16, 8. 16 Tote. Laser wiederholen. Und nochmal 2 durch Laserkanonen. Also 2 Tote, ja. Und jetzt der Raketenwerfer, eine Fragmentrakete mit Signum. Mhm. Ein Schuss. Trifft nicht. Gut. Ach, sind tote Boys. Kommt da noch was? Dann sind wir mit dem Beschuss durch. Okay. Dann Angriff. Ja. Talon Master. Auf die Boys. Gut, wir können einen Abwehrfeuer geben. 2, glaube ich, oder? Was haben wir? Siegten hier. 3 schon mal. 4. 4. Okay, dann schieße ich jetzt einfach im Abwehrfeuer dort. Bei ihm greife ich auch noch mit an, sicherheitshalber. Mhm. Nein, nicht tot geschossen. Kann ich irgendwo schießen? Nein, kann ich nicht. Nahkampf. Angriff. 5 Zoll. Ja, ganz auf. Ne? Ja. Mhm. Und kriegst du einen Chef mit abgebunden? Will ich das überhaupt? Glaub nicht. Nee, ich stelle mich ja mehr als 1 Zoll weg. Okay, also er ist nicht mit im Nahkampf. Nö. Gut, dann darfst du anfangen. Gleich zuhauen. Talon Master. Auf die Boys. Genau, der hat jetzt auch 4 Attacken. Mhm. Auf die 2. Auf die 3. 1 wiederholen. 4 Tote. 4 Tote? Okay, dann schauen wir mal schnell, was ich wegnehme. Ich habe ganz vergessen, die Reliktwaffe gibt noch eine zusätzliche Attacke, mhm, die auch trifft und auch noch einen umhaut. Okay, dann nehme ich den Ohren weg. Gut, dann werde ich 2 Command Points ausgeben und mit meinem Chef zuhauen. Okay. So, der hat Attacken 5. 4, 5 auf dein Kasperl-Theater, mhm, Captain. Alles auf die 2. Oh weh, wie kann man da nur 3 Einser würfeln? Wie viel hast du nur 2? Ja. Pass auf, ich gebe meinen letzten Command-Point aus und wiederhole einen. Passt. So, Verwundungswürfel, ich darf wiederholen, alles auf die 3. 3 mal. Okay. Come on. Einer geht durch. 2 Leben, oder? Eins. Juhu! Ja, ganz genau. So tötet man Captains. Das heißt, ich bekomme den Kriegsherrn. Ja gut. Und somit war es das da mit dem Nahkampf. Oder? Ja. Drüben haben wir keine Nahkämpfe mehr. Kommt der Moraltest. Ja. Ah ja, scheiße. Jetzt. Tja, das habe ich jetzt ein bisschen...
ein bisschen vergessen, dass ich jetzt einen Moraltest machen muss. Der Biker-Boss darf nicht Köpfe einschlagen, oder? Das darf bloß der normale. Ah, doch, jetzt muss ich mal schnell nachschauen. Also der kann leider nicht Köpfe einschlagen oder sowas. Das heißt, ich habe 23 Tote, ich würfel mal. Das ist 1 plus 23 sind 24. Ich habe eine Moral von 7. Ja. Sind sie tot, oder? Schaut so aus, ja. Ja, dann nimm ich es weg. Schaut. Die Orks haben sich bewegt. Der Wirtbau ist ein bisschen nach vorne. Der Rest ist stehen geblieben. Kratze hier auch stehen geblieben. Und mein Boss hat sich hier etwas stark zurückgezogen. Dann wird der Weird Boy versuchen, der Jump freizusetzen. Der kriegt wieder plus 2. Das heißt 9, 11 passt. Die Boys dürfen jumpen. Und hier stehen schon ein paar so Würfel. Vielleicht werden die dahin jumpen. So, die Boys sind hier nach vorne gejumpt. Die schirmen jetzt quasi ein bisschen meinen Chef ab, der hier hinten steht. Damit der noch ein bisschen überlebt. 13 der Boys schießen auf den Panzer und die restlichen 11 auf die Devastoren, haben wir gesagt, oder? Ja, okay, genau. Mit was vermahnen? 13 auf den Panzer. Okay. Alles auf die 6, auf die 5. So, zwei der Phänomen wegen Dakadaka. Oh yeah, fast jetzt mehr dabei. Stärke 4 Widerstand, mehr auf die 5. Oh nein. Erst einmal auf die 3. Oh. Weil wir jetzt echt der Leben rauszwicken. Ja. Und 11 auf die Devastors da oben. Mhm. Ohne Tab. Gar nicht schlecht. 4-4 auf die 4. Sonst 3 mal ohne Minus. Also 2 haben wir es geschafft. Schaff mal. Oh. Oh, endlich geht einmal einer. Oh, ja, das war es da tatsächlich schon, weil mein Chef ist außer Range, der kann nichts mehr treffen. Das heißt, meine Boys versuchen jetzt gleich zum Chargen, und zwar versuchen die den Panzer zum Zarzen. Was kann der Talonmaster schießen? Auch 2 Sturmkanonen, 2 schwere Bolter. Bin ich da auf. Ja, noch bin ich da auf dem Droh. Ja, 9. Das heißt. Also ich gehen Barrikaden jetzt Abzüge? Weiß es gerade nicht. Ach, der Charge. Achso, wegen Barrikaden. Müssen wir schnell nachschauen. Also ich charge beide, weil Barrikaden geben ja keinen Abzug. Somit Talonmaster und Panzer. Okay. Ab der Feuer Talonmaster. Sturmkanone. Mhm. 2 Treffer. Hm. Den Würfel wieder her. 2 Tote. Mhm. Schwerer Bolter. Einser wiederholen. Nix. Gut. Und der Panzer auch noch. Das klappt. Mhm, ja. Sturmkanone. 4 zählt der. Ja. 5 Treffer. Vier Tote. Oh, wie. Gut, dann haben wir jetzt den Sturmbolter noch. Was soll sowas? Oh Gott, was denn das? Der macht aber nichts. Nix, dann habe ich jetzt meinen 8er Charge wegen Evil Sons. Schaut schlecht aus. Schlechter. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Das kann jetzt verheeren sein. Jetzt wirst du es wegschießen. Schneid schnell raus. Ich schneide es raus, ja. Ja, das ist übel. Somit war das tatsächlich mein Zug. Mehr kann ich nicht machen. Moraltest muss ich machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich verloren. Ich habe nur 18. Das heißt, den kann ich verkacken. Okay. Dann bist du dran. Gut, Ende Bewegungsphase, Dark Angels. Ich habe eigentlich nur hier hinten in der Ruine den Trupp auf der mittleren Ebene zum Fenster vorbewegt, den Leutnant zum Fenster vorbewegt, dass die auch was sehen. Und hier am anderen Ende ist der Talonmaster nach vorne geflogen, einen Zoll an den Bikerboss ran. Ja. Die Devastoren und das Razorback sind stationär geblieben. Gut, dann fangen wir gleich mal an zu schießen. Schießt du gleich, oder? Genau. Die Boltpistole vom Lieutenant in der Ruine. Auf die Boys. Auf die Boys.
Trifft. Einsam wiederholen, beim Verwunden, wegen Leutnant und einmal Rüstung. Sechser Rüster, Boys! Oh yeah! Tap, 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 tap. Dann der andere taktische Trupp, der sich bewegt hat. Haben wir erstmal 4 Schuss. Dann Bolter durch den Mall Marines. Verwunden auf die 4. Einser wiederholen. 2 Mall Rüstung. Und Double Tap! Yeah, tap, 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 nichts ist passiert, du hast nichts gesehen. Ja, okay, 2 Sterne. Der Kombi-Plasma schießt beide Waffen ab, nicht überladen. Die weißen hier sind Plasma. Die Bolter treffen. Jetzt geht's bergab. Und ein Einser wiederholen. Einmal Rüstung. Tap. No. Schade. Razorback, Sturmkanone. Schauen wir mal, was trifft denn da überhaupt? Nicht so viel wie ich dachte. Reicht um 4 umzuhauen. Dann haben wir noch den Sturmbolter. Der trifft. 2. Verwundet nix. Ja, dann. Gibst auf? Ja, genau, dann gebe ich auf. Nee, dann schießt der Terran Master noch in den Trupp. Oh weh. Sturmkanone. Oh weh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf die 3. Einser wiederholen. 2, 4, 7. Weg. Geil. 2, 3. 6, 7. Schwerer Bolter. 3 Treffer. Drei tot. Ja. Oh, da steht noch. Gut, Devastoren sehen keine Grotze, oder? Nein. Das heißt, auf den Wirtboy darf ich auch nicht schießen. Dann na, legen sie halt komplett auf den einzelnen armen Ork an. Wirtboy steht da hinten. Die Grotze haben sich hier versteckt. Also auf den letzten Ork, oder wie? Ja. Drei Laserkanonen, weiß ist der Raketenwerfer und der kriegt das Signum. Treffen 3. Er überlebt es. Verwunden auf die 2. Last man standing. Ja, dreimal tot. Okay, er ist dreimal tot. Habe ich doch gesagt, dass er stirbt. Ja? Jetzt haben wir noch einen Angriff. Talon Master auf meinen Bikerboss. Auf meinen Bikerboss, dann macht mein Bikerboss erstmal heftiges Abwehrfeuer. Ob du das überhaupt überlebst, weiß ich nicht. W6 Schuss vom Flamer. 6, okay. Ist klar. 3, 6. Widerstand 6. Also auf die 5. Ohne. Minus? Minus 1. Auf die 4. Ein Leben weg. Aber noch 5. Na, 6 das. Jetzt geht's weiter. Jetzt die 3 doppelläufigen Boomsticks. Auf der Hälfte darf ich jetzt diesmal. Na, im Abwehrfeuer gibt's keinen Bonus. Achso, plus 1 auf Trefferwürfe, ja klar, bringt nichts. Ihr würdet mal in der Fähigung was wiederholen. Nothing. Okay. Und dann schmeiße ich noch meine Snaggerkralle dir ins Gesicht. Nothing. Okay, okay, dann charge. Wie weit komm ich? 3. Oh ja, ganz schön weit. Gut. Lebenspunkte nehmen wir mit. Dann können wir da direkt kämpfen, oder? Ja. Ich hau frecherweise zuerst zu. Auf die 2. Einer geht daneben. Widerstand 6 hast du gesagt, gell? Ja. Auf die 4. Einer. Scheiße. Minus? 3. Scheiße. Das heißt 5 auf jeden Fall Pain. Wie dreimal? Dreimal. Ja, okay.
knapp. Hei. Du hast echt minus 3, oder was? Ja. Verdammt. Ah, ums Arschlecken. Ja, er geht genau. Kann der explodieren? Nicht, oder? Doch. Nein. Komm. Jetzt reißen soll's die. Ja! Eine tödliche Wunde. Okay, ja, okay, ein bisschen wieder. Ich bin ja Freindörfer. Ja, Mist, dann habe ich aber nicht so. Positionieren. Ich muss mal meinen Plan nochmal anschauen. Ah, Kill the Hummings. Da stand aber nichts drin von wegen Bike zurückfahren. Ich habe mich nicht zurückgefahren. Das war ein passiver Angriff, war das. Ach so. Okay, dann war das der Zug. Moraltest muss ich nicht machen, weil es ist ja alles gestorben bei mir. Somit geht's zu meiner Runde 4, oder? Ja. Ja, bei mir sind immer viel da. Meine Kratze haben sich hier zurückgezogen, dass der Talon Master sie nicht irgendwie chargen kann. Haben sie sich da hinten versteckt. Mein Wildboy ist ein bisschen in Ruine, der zaubert jetzt gleich der Jump. Schafft er natürlich nicht, ist ja echt klar, dass er den jetzt verkackt. Jetzt geht's dahin. Und somit war das meine Runde. Du bist dran. Gut, Runde 4, dein Talon Master. Ja, der ist hier nach vorne geflogen zum Wirtball. Mhm. Das Razorback ist auf den Hügel in der Mitte gerannt. Richtung Marker. Und hier drüben habe ich den Lieutenant, damit es besser aussieht, nach oben gestellt. Den anderen taktischen Trupp unten aufs Missionsziel. Okay. Schießen kann da eh nichts, weil ich nichts sehe. Ja, die sind hier, okay. Und der Devastator-Trupp hat den Sergeant nach unten aufs Missionsziel geschickt. Mhm. Dann können wir gleich in den Bijus, gell? Also das heißt eigentlich, du kannst die bloß hier unten schießen mit deinem Talon Master. Genau. Genau, der schießt auf wen? Auf den Wirtboy. Oh mein Gott, oh, was ist das? Da hat sich dann auch was anderes versteckt. Mhm. Ja, das Sturmkanone. Jawohl. Auf die 4. Mhm. Hm. Wieder auf die 4. Also auf die 3. Ja, sind 7 mit minus 1 auf die Rüstung und Deckung ignorieren. Ich glaube, ich habe tatsächlich bloß einen 6er Rüster. Das heißt 7 Schaden. Ja. Dann ist mein Wirtboy tot. Dann war das deine Runde? Ja, Runde 4 zu Ende. Dann mache ich noch meine 5. Runde. So, ich kann nichts Sinnvolles mehr machen, das heißt, ich bleibe hier hinten stehen. Der Bernhard ist in seiner 5. Runde, geht mit dem Talon Master quasi da noch safe in den Durchbruch rein. Genau. Und Mehr lohnt sich nicht. Somit hast du hier 2 Punkte und hinten 2 sind es 4. Da hinten den Marker 6, den in der Mitte 3. Plus Durchbruch 4, plus Kriegsherr 5, plus First Blood 6. Hat man was gesagt? 2 Punkte jeder. Also 2, 4, 6, 9 und die 3 Zusatzpunkte. Genau, jetzt 12, sagen wir jetzt. Aber total verzeiht. Gegen meine 3. Nein, 4 hast du. Kriegst ja. Habe ich schon dazu erzählt. 2 plus. Ah, stimmt, ich denke plus. Ja, genau, du kriegst 3. Okay, dann sehen wir uns in der Nachbesprechung. Gratulation, Bernhard, ja, zu deinem, okay, was war es jetzt, 12-3. Was hat es jetzt dazu? Zum Schluss, dass ich den letzten Charge nicht mehr geschafft habe, hat Fui ausgemacht, glaube ich, weil du hast mir einfach weggeschossen. Das hätte das ganze Spiel nochmal komplett drehen können. Können, also ja, konnte die Doppelsturmkanone nochmal schießen. Der Talonmaster konnte nochmal komplett nach vorne fliegen, ohne sich aus dem Nahkampf zurückziehen zu müssen. Ja. Ich glaube insgesamt, dass so eindeutig ausgegangen ist, waren wirklich deine beiden verpatzten Angriffe nach der Jump. Ansonsten hätte das Spiel wirklich komplett andersrum ausgehen können. Ja. Ich glaube aber trotzdem, es war gut, dass ich einmal den Trupp mit diesen Ork Tide of Predators, ich weiß immer nicht, wie es heißt, zurückgezogen habe und dann vorgejumpt habe. Weil da habe ich überlegt, ob ich beide Trupps gleich vorgib, um mit beiden Druck zu machen. Mhm. Aber da hätte ich, meine, ich hätte die nicht noch mehr weggehauen, dann hätte ich beide Trupps stehen gehabt und du hättest mich dann gleich weggeschossen, weiß ich nicht. Ja, ob es einen Unterschied ausgemacht hätte, wissen wir jetzt nicht. Es war auf jeden Fall ein lustiges Spiel, hat Spaß gemacht. Wichtige Informationen, ich habe es nämlich fast vergessen zu sagen. Vielen lieben Dank an den super netten Abonnenten, der mir das Spielfeld geschickt hat. Das Spielfeld wurde uns nämlich gesponsert. Das sind ja hier jetzt die neuen Platten. Da sind nochmal, ich glaube, fast 9 Platten dabei. Die sind beidseitig. Die werde ich in den nächsten Battle Reports öfter mal hernehmen. Danke, danke. Ich bedanke mich natürlich auch sehr an die
wie sagt man, Produktspenden oder Sachspenden? Sachspenden. Das ist natürlich sehr cool, so eine Sachspende. Da auch gleich nochmal der Hinweis an alle anderen, wenn ihr uns unterstützen wollt bei Tabletop Beyond, ihr könnt entweder unser Merchandise, den ihr hier im Spiel seht oder auch in der Werbung seht, bei Ausbruch bestellen. Davon profitieren wir mal ein bisschen. Über unsere Amazon Affiliate Links bestellen, da kriege ich immer eine kleine Provision davon. Oder auch uns einfach Geld spenden, schicken. Bernhard, du bist ja selbst ein Patreon, oder? Ja, schon. Also Bernhard überweist mir hier jeden Monat $5. Dafür, dass ich dann einmal im Jahr mitspielen darf. Genau, ganz fleißig ist er. Hast du ein T-Shirt bekommen? Ja, schon. Muss ich ja irgendwie rentieren. Ja. Naja, sonst zum Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich hätte mir jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass du mich nur so wegschierst. Also ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, die Orks dann so im offenen Feld gegen doch viel Output von dir ist schon heftig. Ja gut, die Infanterieabwehr mit den beiden mit der Doppelsturmkanone ist halt auch übel. Es war halt auch blöd von den Stellungen hier, dass du immer so ein bisschen in die Ruinen am Eck gestanden bist. Das heißt, ich konnte nirgends irgendwo gut sinnvoll hinschocken oder jumpen und dich gleich chargen, weil ich immer die Distanz in die Ruine chargen hätte müssen. Und deswegen war es für mich immer schwierig, wie komme ich rein. Deswegen habe ich mir so hingestellt. Ich habe einfach gehofft, dass du nicht mehr denkst. Also mein heftiger Ork-Schlachtplan ist nicht aufgegangen, den ich vorhin mal kurz eingeblendet habe. Naja. Ja gut, war ein gutes Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Somit sind wir raus und wir sagen Servus. Servus.